Alter, was für eine Leinwand! Ein Dreamplatz da drüben. Georgien hat mich echt vom Hocker gehauen. Hallo Leute, welcome back zum zweiten Part von Georgien. Wir sind ja diesmal Heliskiing gegangen. Ja, dadurch, dass unten so warm war und echt relativ weit hoch geregnet hat, haben wir gedacht, unsere einzige Möglichkeit zum guten Schnee finden ist mit dem Heli. Und dann haben wir uns einen Heli-Drop geleistet, sind auf ungefähr 3.500 gelandet. Und ja, da war der View einfach insane. Von unten vom Dorf gestartet, 5 Minuten später steht man im schönsten, geilsten Panorama ever. Und ja, da waren alle mal richtig excited und stoked. Bin schon in Zermatt rumgeflogen oder war auf dem 6000er in Peru. Aber ich glaube, das war das schönste Panorama, das ich je gesehen habe. Es war echt insane. Wir haben uns gleich ein paar Lines rausgesucht und uns ein paar gestörte Turns abgeholt. Ich habe mich richtig gefreut, dass es endlich soweit ist und ich mal ein bisschen was senden kann. Yeah. Oh yes! Oh! Fuck, ich will nochmal hoch. Ja, wir könnten eh nochmal aufgehen, das wäre ja easy hike. Ach, Dream Shit. Kompletter Dream Shit. Allein zum da oben stehen, sich sortiert zum daherfliegen. Ja, die Area war so geil da oben und wir wollten unbedingt nochmal hoch, haben schon unsere nächsten Lines gespottet. Aber ja, der Guide hat dann gemeint, wir müssen langsam runterfahren, es hilft nichts mehr. Wir müssen unten noch durch das Tal raus und da kommen halt, wenn es warm wird am Nachmittag, große Nachschneelawinen runter und da will man dann sich echt nicht aufhalten. Haben auch noch dann sogar noch vom Gletscher gehört, dass so Eis abgebrochen ist oder Lawine, keine Ahnung, es hat auf jeden Fall geklungen wie ein krasser Donner oder sowas. Also ja, das ist dann immer ein Zeichen, dass man sich langsam aus dem Staub machen sollte, damit in den Bergen ist schon nicht zu spaßen. Das ist eben alles schon um einiges größer wie bei uns. Alter Mann! Ich glaube, ich flieg am Dienstag heim und komme am Freitag wieder. Ein schneller Wochenende daheim, ein paar Sachen erledigen und helfen. Und dann bin ich wieder da. Sind dann am Schluss am Bach entlang, ein bisschen durch die Büsche durch und so. Das war eigentlich echt, ja, ultra geiler Tag. Hey. Wir wollten alle für immer da oben bleiben. Also es war schon impressive auf jeden Fall. Und ganz sicher nicht das letzte Mal, dass ich da oben war. Keine Ahnung, Mann. Ist geiler wie Chamonix oder Zermatt. Und geiler wie die 6000er in Bolivien. Ja. Ist geil. So geil. Was willst du? Boah.
Good life is right. Good life is right. Thank you very much, man. Thanks. Go Marchos. Haben wir dann noch unseren Abend geplant und sind dann Nachtskifahren gegangen. Das war sehr geil. Ich glaube nicht, dass schon allzu viele Leute an einem Tag Hediskiing und Nachtskifahren gegangen sind. Perfekter Abschluss für einen perfekten Tag. Ja, dann ist unerwartet das Wetter relativ gut geworden an unserem zweitletzten Tag. Gogita war wieder dabei. Der hat einfach richtig Lust gehabt, so mit uns fahren gehen. Und wir waren richtig froh, dass er uns die guten Spots ein bisschen zeigt. Und ja, so war mega cool, haben uns wohl gut verstanden. Ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder. Haben dann noch einen coolen Run im Skigebiet gemacht. Das Skigebiet bietet echt mega geile Sachen an. Also da kann man sich schon richtig austoben und mit ein bisschen Hiken extrem coole Lines rundherum fahren. Und ja, man startet dann halt schon von 3000 Meter. Das ist einfach, im Moment braucht man die Höhe unbedingt. Sonst weiter unten hat es einfach keinen Schnee, ähnlich wie bei uns in Österreich. Zuerst auf der einen Seite im Skigebiet sind wir noch ganz geilen Powder gefahren und dann auf der anderen Seite haben wir einen wunderschönen Firnrun bis zum Dorf runter, bis kein Schnee mehr gelegen ist. Nach Adichi runtergefahren, also vom Skigebiet die Hinterseite runter. In ein richtig lässiges, altes Dorf, ein bisschen ähnlich wie Uschguli schon. Und ja, also, sie haben uns da noch ziemlich lang umgeschaut. Da war ein richtig schönes, uriges Dorf. Ist einfach nur so authentisch und unverändert. Und in unserer allerletzten Nacht hat es nochmal ein paar Zentimeter geschneit und am nächsten Tag war es schön angesagt. Wir wollten dann unbedingt nochmal, bevor wir zurückfahren mussten zum Flughafen, noch schnell zwei, drei Runs fahren. Ja, hat sich voll, noch voll rentiert, hatten echt noch zwei geile Runs. War dann schade, dass wir schon so früh gehen mussten, aber Gott sei Dank haben wir das noch reingeholt. Und so war dann der Trip leider schon vorbei. Keiner von uns wollte heimfahren. Pro Athlete, warm up. Sind einfach gestört, das Potenzial ist unendlich und ich glaube, das ist gerade der Anfang von, dass die Leute das da entdecken und der Anfang vom Tourismus in Georgien. Da gibt es noch so unendlich viele Lines, die noch kein Mensch gefahren ist, die ich befahren will. War jetzt so eine Art
Scoping-Trip mal für uns. Wir haben das jetzt, haben uns umgeschaut, haben das Potenzial und die geilen Lines gesehen und ein Dreamplatz da drüben. Also Georgien hat mich echt vom Hocker gehauen. Danke. Nicht? Ich will nicht kommen. Jo. Ja. Ich bin mir sicher, dass wir bald wieder in Georgien sein werden und da neue Lines shredden. Der Winter neigt sich langsam dem Ende zu, aber wir haben echt noch einiges vor. Also bleibt dran, liken und subscriben, würde uns freuen.